Die Niedergeschlagenheit oder die Traurigkeit, Antriebslosigkeit, die man bei einer Depression hat, kommt daher, dass im Gehirn was durcheinander gerät. Das ist nicht eine Charakterschwäche oder das liegt halt nicht an dir, sondern das ist einfach eine Krankheit. Du denkst ununterbrochen daran, wie scheiße dein Leben läuft, über ganz viele Zukunftsängste, die du hast, Hoffnungslosigkeit, du fühlst dich wertlos. Selbsttötung sozusagen ist ja die größte Entscheidung, die man treffen kann. Entscheidung zwischen Leben und Tod. Der Druck, dass man funktioniert, zu jedem Zeitpunkt funktioniert, der ist immens und nicht alle können dem standhalten, ganz offensichtlich. Gerade deswegen finde ich das relativ wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ich will auch mit dir über das Thema Suizid sprechen. Was glaubst du denn, wie viele Menschen im Jahr in Deutschland durch Suizid sterben? Ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass es mich total erleichtert und in gewisser Weise befreit, wenn jemand anders ehrlich über seine Gedanken spricht. Ich habe Wein rausgeholt, habe Wein getrunken, bin ins Badezimmer, habe das Schränkchen aufgemacht, Schlaftabletten rausgeholt, die ich damals drin hatte und habe angefangen, Tabletten zu schlucken. Es ist auch sehr, sehr traurig zu sehen, dass die Umgebung das häufig nicht einordnen kann. Und die Leute wollen das nicht akzeptieren, dass es halt einfach eine Krankheit war, zum Beispiel eine Depression oder sowas. Ein Leben, was da dann nicht mehr vorhanden ist, was hätte da sein können, wenn die anderen mal ein bisschen genauer hingeguckt hätten.